Herzlich willkommen zur achten Woche des Kurses über verteilte Verarbeitung. Wir wollen jetzt Profi-APIs verwenden, also die Sachen, die für Sie in Ihrem Praxissemester oder später im Beruf relevant sind. Und eines der heutzutage gängigen Profi-Interfaces sind RESTful-Web-Services. Es gibt ganz viele Firmen, die ihre Services mit einem REST-Interface versehen. Es gibt viele Produkte, die ein REST-Interface haben. Und also daran kommen Sie höchstwahrscheinlich, auch wenn Sie ein eingebettetes System machen, irgendwann vorbei. Und deswegen müssen Sie da die Grundkonzepte kennen. REST ist Marktführer noch, muss man sagen, was jetzt im letzten Jahr, also das Video, was jetzt gleich kommt, ist ungefähr ein Jahr alt. Was sich jetzt so im letzten Jahr ein bisschen mit abgezeichnet hat, ist, dass GraphQL eine immer höhere Bedeutung gewinnt. Und dazu werde ich hoffentlich schon noch dieses Jahr ein, zwei Videos drehen, um da wie eine Strukturübersicht zu geben. Als Erfinder von REST gilt Roy T. Fielding. Er sagte, dass man verteilte Anwendungen in gewisser Weise bauen könnte. Und also er hat sich dieses REST Representational State Transfer ist also keine Middleware-Technologie, die man von irgendeinem Hersteller kaufen könnte, sondern mehr eine Idee, ein Konzept. Und das stammt von Herrn Fielding. Herr Fielding selbst war am Bau des oder an der Spezifikation des HTTP-Protokolls beteiligt. Deswegen haben wir letzte Woche uns auch das HTTP-Protokoll genauer angeschaut, weil wir im Grunde in REST einfach HTTP anwenden werden. Und wir verwenden HTTP in einer Art und Weise, wie sie noch vor 5, 6 Jahren nicht gebräuchlich war. Also Fielding ist einer der Autoren von HTTP. Insofern liegt es nahe, dass er dann HTTP auch verwendet für REST-Interfaces. Idee von REST ist, es ist eine ressourcenorientierte Architektur. Sie haben, wenn Sie Middleware bauen, im Grunde drei Möglichkeiten, Server zu bauen, drei konzeptuell unterschiedliche Möglichkeiten. Da mache ich noch ein eigenes Video dazu, da hatte ich jetzt nur heute keine Lust mehr, das noch zu drehen. Möglichkeit 1 ist, Sie sagen, naja, das Internet besteht aus verteilten Objekten. Dann hat ein Objekt im Internet eine eindeutige ID, also das heißt, jedes Objekt hat wie eine Referenz im Hauptspeicher einen Pointer, den Sie verwenden können. Der ist aber internetweit gültig, also auch über Rechnergrenzen hinweg. Sie sagen, das Teil hat einen Zustand, da kann ich also Daten rauslutschen und ich kann darauf Methoden aufrufen. Das wäre sozusagen der Maximalansatz. Sowas finden Sie bei Remote Method Invocation in Java oder .NET Remoting. Das wären so Techniken, die sowas ermöglichen. Zweite Möglichkeit wäre, Sie sagen, naja, das sind sowas, so verteilte Systeme sind sowas wie verteilte C-Funktionen oder Prozeduren im Netz. Und das heißt, ich kann auf einem anderen Server einfach eine Funktion aufrufen und der ein paar Parameter mitgeben. Diesen Ansatz hatten Sie schon früher bei Remote Procedure Calls, gab es schon bei DIC in den 1980er Jahren oder bei Sun Microsystems. Also die konnten Sie in C oder C++ programmieren damals. Also das heißt quasi wie eine verteilte C-Funktion im Netz. Neuere Variante davon sind Web-Services in der Geschmacksrichtung SOA, Service-Oriented Architecture, SOAP, sorry, SOAP. Das heißt, war so Anfang der 2000er Jahre sehr populär, ist aber zu kompliziert eigentlich, deswegen ist man davon wieder weg. Und das, wo man jetzt geblieben ist, ist eigentlich die Idee der verteilten Ressourcen im Internet. Das heißt, wenn Sie, das eine waren verteilte sozusagen Funktionen, und das nächste, was Sie jetzt machen, ist eigentlich verteilte Daten im Netz. Das heißt, Sie sagen, ich habe die Daten auf einem Server und auf den Daten kann ich die klassischen Datenoperationen machen, anlegen, ändern, löschen und suchen. Und deswegen ist diese Ressourcenorientierung Architektur als dritte Variante konzentriert sich auf Daten anlegen, ändern und suchen. Und dieses, also eigentlich habe ich keine echten Methoden zur Verfügung, sowas wie Prüfe Bonität gibt es direkt eigentlich nicht, sondern ich kann im Grunde nur Daten anlegen, ändern und löschen, wie gesagt. Und alles, was wir an Daten in unserer Anwendung haben, also Kundenkonten, Verträge, sind Ressourcen und diese Ressourcen haben eine eindeutige ID und die ID ist auch gleichzeitig die UI oder die URL. Und ich manipuliere diese Ressourcen mit Hilfe von HTTP-Requests, also GET, PUT, POST, DELETE, vielleicht HEAD, vielleicht OPTIONS, vielleicht PATCH. Also das heißt, ich verwende im Grunde die HTTP-Methoden als Änderungsmethoden auf verteilten Ressourcen. Und wie gesagt, das ist inzwischen Marktführer, weil es so schön einfach ist. Nicht alles, was mit HTTP gemacht ist, ist gleich REST. Das werden wir uns auch noch mal anschauen.
Man kann ja im Grunde auch HTTP-Requests verwenden, um alles Mögliche zu tun. Ich könnte den HTTP-Request ja auch einen Methodennamen reinschreiben. Das wäre zwar möglich, aber kein REST dann. Aber die Diskussion führen wir ein bisschen später. Und was so eine typische Kombination heutzutage ist, ist, sie verwenden einen HTTP-basierten Server. Den bauen sie halt zum Beispiel mit Spring Boot oder Node.js und Express. Sie packen da HTTPS drunter. Auch das werden wir uns nochmal im Detail anschauen. Also arbeiten mit den entsprechenden Zertifikaten. Und die Datenstrukturen, die sie übergeben, also die Parameter, sind typischerweise im JSON-Format abgefasst. Früher hat man noch so ein bisschen XML verwendet, davon ist man aber auch weg. Also eigentlich ist so der Klassiker REST mit JSON, SSL. Basic auch auf der Folie ist eigentlich Käse. Inzwischen verwendet man OAuth-Varianten, also weil Basic auch zu einfach ist. So, und das ist REST und das ist der Standard. Deswegen sollten Sie das können. Ist also ganz wichtig für Sie. Damit kommen Sie mit Sicherheit im Praxissemester in Berührung, egal wo Sie hingehen. So, Basisschema, also wie gesagt, eine Ressource ist einfach so ein, also Sie können sich vorstellen, das ist ein Strukt aus Programmieren 1, also ein C-Strukt, und damit kann ich Anliegen ändern, Löschaufrufe machen. Das heißt, ich habe eine eindeutige UI von diesem Strukt und ich mache damit Create, Read, Update, Delete Operationen. Und ich kann aber die Ressource in verschiedensten Beschreibungsformen raufladen und herunterladen. Typisch ist JSON zurzeit. Ich könnte aber theoretisch auch mit XML oder CSV oder mit anderen Formaten arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt dem Server meinen Kundendatensatz im JSON-Format schicken an die UI, die den Kunden eindeutig identifiziert. Machen wir nachher noch, werden Sie im Video dann noch sehen. Und wichtig ist, wir verwenden nur die Basismittel von HTTP, also keinen überkandidelten Schnickschnack-Schnuck-Standard. So, Idee, Sie haben auf dem Server ein paar Ressourcen, die Sie irgendwie aufrufen können. Kunde, Konto, Vertrag, ein Projekt in GitLab zum Beispiel wäre auch eine Ressource. Und dass Ihr Client, also Ihr anderer Server oder Ihr Smartphone oder was auch immer da das aufrufen soll, der kann halt vor allem ändern, anlegen, ändern und suchen und ändern, anlegen, suchen und löschen. CRUD. So. Jetzt kann man sagen, naja, REST ist, wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Ideengebäude, also es gibt keinen REST-Standard. Trotzdem kann man so ein paar Sachen nochmal, also auch gerade für eine mündliche Prüfung ganz fantastisch. Es gibt so fünf Grundprinzipien von REST, die immer wieder genannt werden. Die sollten Sie kennen. Also wenn ich Sie nachts um 3 wecke, sollten Sie das wissen. Also REST arbeitet mit eindeutig identifizierten Ressourcen. Also Kunde, Konto, Vertrag hat eine eindeutige URI. Ich kann diese Ressourcen über Hypermedia verknüpfen. Sie können, da die Ressource ja eine eindeutige URI hat, kann ich ja in einer anderen Ressource diese Ressource über diese URI als Hyperlink referenzieren. Ich verwende nur die Standardmethoden von HTTP, also GET, PUT, POST, DELETE, HEAD vielleicht OPTIONS, vielleicht PATCH. Und ich kann eine Ressource in verschiedenen Repräsentationen darstellen, wobei in den allermeisten Fällen nur noch JSON verwendet wird. Aber theoretisch könnte ich auch HTML oder XML oder Plain Text oder weiß der Henker was zurückgeben. Das ist ganz egal. Auch die Sachen haben wir im HTTP-Protokoll ja schon gesehen. Also das heißt, die Sachen sollten Sie eigentlich schon kennen, wenn Sie die HTTP-Videos gesehen haben. Also das setze ich hier voraus. Also schauen Sie sich die bitte an. So, und wichtiger Punkt noch ist zustandslose Kommunikation. Das heißt, sowas wie ein Shopping-Cart müssen Sie separat machen mit einer Session-ID zum Beispiel. Oder wenn Sie authentifizieren, müssen Sie bei jedem Request neu sich authentifizieren. Also meistens macht man das mit irgendeinem generierten Token, den Sie bei jedem Request mitschicken. Aber der Server merkt sich zwischen zwei Aufrufen nichts. Hat große Vorteile, weil Sie das so mit etwas Glück besser skalieren können, zumindest auf diesem Web-Tier oder Application-Server-Tier. In der Datenbank müssen Sie sich da noch was überlegen. Und auch, es ist normalerweise auch ausfallsicher, denn wenn der Server keine Informationen über Sie gespeichert, also im Hauptspeicher hat, macht es ja nichts, wenn der ausfällt. Und dann stellt sie einfach 5, 6, 7, 10.000 Server nebeneinander, die dasselbe tun. Und bei jedem Request können Sie zu einem anderen Server verbunden werden. Das geht problemlos. Deswegen ist das meistens eine ganz gute Idee mit der Zustandslosigkeit. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Die Folie kennen Sie fast schon. Die ist auch in dem Foliensatz zu HTTP drin. Also nochmal zur Wiederholung: Jede Ressource hat in REST eine eindeutige URI. Ich habe jetzt hier mal andere Beispiele gewählt. Zum Beispiel das hier ist ein Projekt in GitLab. Das heißt, auch Ihr Projekt für VV müsste man da finden. Das Projekt hat die Nummer 3349. Das ist ein SE2-Projekt, was gerade läuft. Wir verwenden die API-Version 4 und wir können da sozusagen auf dieses Projekt eindeutig aus dem gesamten Internet zugreifen, solange es den Server Inf-Git und so weiter gibt.
Weitere Beispiele für solche eindeutigen UIs wären sowas wie SWAPI, API People 1, das ist die eindeutige ID eines Datensatzes über Luke Skywalker, oder dieses Planets SWAPI Dev, das ist, SWAPI ist das Star Wars API, ist die Liste aller Planeten, die im Star Wars API gespeichert sind. Also zum Beispiel der Mond Tatooine aus dem 4. Star Wars Film beispielsweise, kommt er davor. Oder das hier sind alle Launches von allen Raketen von SpaceX. Oder das hier sind die Issues, also die Tickets, die sie gemacht haben für das Projekt 3349 in dem SE2-Projekt, was in unserem GitLab gespeichert ist. Also Sie sehen jede Ressource eindeutig identifiziert und Sie können also auch, wie Sie es hier bei Issues sehen, Sie können auch Unterlisten von Objekten referenzieren oder einzelne Attribute referenzieren. Sie können auch hier sagen Projects 3349 Name oder so, das wäre dann nur der Name des Projektes. Und die HTTP-Werben, die wir verwenden, die Folie habe ich leicht geändert, ist also, was Sie normalerweise machen, wenn Sie die Daten laden wollen oder wenn Sie eine Query machen wollen, also Sie können ja durchaus auch Query-Parameter mitgeben, nehmen Sie einen GET-Request. Das ist so das, was Ihr Browser normalerweise verwendet. Was Ihr Browser normalerweise auch verwendet, ist, wenn Sie Formulare machen, ist ein POST-Request. POST machen wir bei REST, da legen wir neue Datensätze an. Also mit POST-Request werden neue Ressourcen an den Server geschickt. Also das heißt, im Request-Body schicken Sie Daten mit. Die Requests, die man typischerweise noch nicht kennt, bevor man sich mit REST auseinandersetzt, weil der Browser das halt nicht unterstützt, typischerweise ist PUT oder PATCH. Mit PUT und PATCH schicken Sie Änderungen an den Server. PUT, ganzer Datensatz, PATCH, ein teilweiser Datensatz. Also mit einem PUT-Request könnte ich vielleicht einzelne Attribute eines Projektes in SE2 ändern. Oder mit einem DELETE-Request kann ich Daten löschen. Und damit haben Sie quasi alles zur Verfügung, GET, PUT, POST, DELETE, Anlegen, Ändern, Löschen. Und suchen haben Sie dann damit diesen Grundtypen von HTTP bereits erschlagen. Was Sie noch nehmen können, ist Options. Das heißt, dann können Sie den Server fragen, oder welche mit HTTP-Verben bietest du denn an für diese URI? Oder mit Head kann ich quasi nur Verwaltungsparameter anfordern. Das heißt, da kriege ich ein Body nicht mit zu einer Ressource, sondern nur die Head-Informationen. Also zum Beispiel, was die Versionsnummer oder was Sie da wollen. Und die Daten, die Sie hin und her schicken, die packen Sie jeweils in den Request Body. Das heißt, also wenn Sie einen Kunden an den Server schicken, dann ist unten im Request Body, ist dann der Kundendatensatz im JSON- oder XML-Format gespeichert. Oder wenn Sie die Daten kriegen vom Server, auch dann haben Sie im Response Body entsprechend die Kundendaten drin. Also das heißt, HTTP-Verben sind eigentlich Ihre Methoden, wenn Sie so wollen, die Sie zur Verfügung haben. Und mehr gibt es nicht. Also es gibt jetzt keine Feindbonität-HTTP-Methode, sondern die gibt's und das war's. Das habe ich jetzt schon erzählt. Das heißt, hier nochmal eine Übersicht, wie dieses Read, Create, Update und Delete gemacht ist mit HTTP-Verben. Das habe ich aber im Grunde schon erzählt. Und Details kommen dann noch auf die nächsten Folien. So, also nehmen wir mal an, ich habe eine Ressource und das heißt so, das Standard-Interface ist Get, Put, Post, Delete. Das sind ja Ihre Methoden. Jetzt kann ich, und jetzt machen wir ein Beispiel dazu. Ich habe zum Beispiel Orders. Wenn ich nur einfach die Basis-URI Orders verwende, kann ich mit Get mir die Liste aller Orders aus der Datenbank holen. Oder ich kann mit Post eine neue Order anlegen. Das heißt, laden, ändern, put macht keinen Sinn, weil da müsste ich ja die Liste, da müsste ich ja eine ganze Liste von Orders hinschicken. Oder delete würde ja bedeuten, ich würde die Liste aller Orders löschen. Das will ich nicht. So, jetzt kann ich eine einzelne Order nehmen. Das heißt, ich nehme hier eine ID und adressiere jetzt genau eine Order. Das heißt, wenn ich dann GET-Request auf das Order 4711 beispielsweise machen, kriege ich genau eine Order zurück. Mit einem PUT-Request auf die URI kann ich genau diese eine Order, meinetwegen die 4711er, ändern. Oder ich kann mit DELETE und der Order-ID kann ich diesen einen Datensatz löschen. POST würde hier bedeuten, dass ich irgendeine Unter-ID Dingsbums unter einer Order anlege. Das ist hier noch nicht drin. Könnte aber sein, dass man zum Beispiel so Order unter, also Bestellpositionen zu der Order anlegen wollte. Dann wäre PUT auch nützlich. Zweites Beispiel, ich kann natürlich das selber bei Customer machen. Get Request alle Customers oder Post alle einen neuen Customer anlegen. Oder ich kann mit Get auf die ID mir einen Customer holen. Oder einen Customer entsprechend ändern. Und vielleicht kann ich sogar Delete unterbinden, weil ich das Löschen von Customern unterbinden will, alleine aus gesetzlichen Gründen, wegen der Steuer. So, also das wäre jetzt mal so eine API-Definition von REST, von der REST-Schnittstelle. Ich zeige Ihnen das nachher nochmal an dem Beispiel von dem GitLab-API.
So, hier nochmal die Zusammenfassung von den Sachen, aber das habe ich im Grunde alles schon erzählt. Es sieht nur nochmal zur Doku für Sie. Das heißt, ich kann Get auf den Container, mache ich die Liste, Post auf den Container, also wie Orders, Customers, Projects oder so. Dann kann ich ein Element hinzufügen oder mit Delete Container kann ich den ganzen Container entfernen, inklusive aller Inhalte. Macht zwar keinen Sinn, wäre aber denkbar. Oder wenn ich jetzt ein Item nehme, also Container und dann irgendwie eine ID dahinter, kann ich ein Item lesen, also sowas wie Customers und dann Schrägstrich 1, wäre dann der erste Customer oder bei den Star Wars API Nummer 1 war dann der Luke Skywalker oder bei Planets 1 der Mond Tatooine. Ich kann mit Put dieses Item ändern oder ich kann dasselbe kann ich mit Patch tun oder ich kann mit Delete dieses Item löschen. Da haben Sie aber gerade im Grunde schon an der Grafik gesehen, das hier ist eigentlich keine neue Information für Sie. So, was kein REST ist, das sehe ich immer wieder bei Studentenprojekten, da kriegen die also immer gleich eine deutlich schlechtere Note, weil die einfach dieses Video nicht geschaut haben und nicht zugeguckt haben. Das ist bei Firmen durchaus üblich, man kann das super implementieren, ist aber kein REST. Das heißt, Sie dürfen das machen, was auf der Folie steht, ist aber also verboten. Es gibt ja keine Polizei, die vorbeikommt und sagt, das ist aber jetzt mal kein REST, deswegen müssen Sie jetzt Zillionen Euro Strafe zahlen. Aber wenn Sie sowas machen, ist es zwar HTTP-basiert, aber eben kein REST. Das heißt, was Sie nicht machen dürfen, ist hier irgendwie Methodennamen reinbauen. Sowas wie Swapy, API1, create mir einen Luke Skywalker oder so. Am besten noch mit dem GET-Request. Also das wäre sozusagen völlig verkehrt, habe ich aber schon oft genug gesehen. Sie können ja mit dem GET-Request hier hinten ein paar Query-Parameter mitgeben und durchaus neue Customers einfach mit den Query-Parametern hier hinten anlegen. Wäre denkbar. Können Sie machen, wird auch häufig so gemacht, ist aber kein, dann dürfen Sie tun, ist aber, dann dürfen Sie es aber nicht REST nennen, weil das wäre Käse. Oder sowas wie hier, Swapy API und dann sage ich hier try to fix irgendwas mit irgendwelchen Parametern, also das heißt, das hier könnte ja ein Methodenname sein und dann mache ich hier dahinter einfach alle Parameter. Wäre denkbar, ist aber auch, das ist kein REST, weil das sozusagen einfach nur mit HTTP-basierter Remote Procedure Call ist. Also das hat sozusagen mit der Idee der Ressourcenorientierung nichts zu tun. Also diese Sachen lassen Sie bitte. Oder können Sie machen, aber nennen Sie das dann bitte nicht REST. So. Was ist noch wichtig? Wie kriege ich jetzt Parameter hin? Also wenn ich jetzt sage, ich kann mit get, put, post, delete sozusagen, das sind ja meine Methoden, dann muss ich diesen Methoden ja Parameter mitgeben. Wie geht das? Ups, die Folie ist irgendwie nicht animiert, dann machen wir es am Stück. Ich kann sozusagen einzelne Parameter in der UI inkodieren. Ich kann hier sagen, das ist das API Version 4. Zum Beispiel bei GitLab verwenden wir gerade das API Version 4. Das ist das Projekt mit der Nummer 3349 und davon hätte ich gerne das Issue 7. Das heißt, sowas zum Identifizieren einzelner Ressourcen, diese Sachen packe ich in die UI rein. Dann kann ich Request-Parameter nutzen. Die erkennen Sie immer hier an dem Fragezeichen. Das ist hier bei der SpaceX-API in der Version 3. Und wenn ich ein Fragezeichen dran mache, dann sind das klassische, so, man könnte das Request-Parameter nennen, häufig werden die Dinge auch Query-Parameter genannt. Und dann kann ich hier Name Wertpaare spezifizieren. Also zum Beispiel Launch hier 2008 und die Mission, eigentlich hieß das Ding mal Mission Name, ist Trail beispielsweise. Oder ich kann hier sagen Launches, Limit 1, Offset 5, das sind Parameter, die ich zum Beispiel den Query API mitgeben kann. Das heißt, da kann ich sowas wie, stellen Sie sich vor, Sie haben, machen Launches und SpaceX hätte 10.000 Launches gehabt, dann wollen Sie nicht in dem Response Body nicht diese 1.000 Treffer drin haben. Das wäre viel zu lang und würde wahrscheinlich technisch gar nicht gehen. Und um sozusagen das zu beheben, können Sie sagen, gib mir bitte nur einen Treffer und bitte ab Treffermenge 5. Das heißt, ich könnte jetzt hier die Trefferzahl limitieren. Wie gesagt, das haben die SpaceX-Leute sich so ausgedacht. Also das Limit und Offset, das ist kein Standard. Oder man könnte sowas wie ein Page-Feld einführen, dass man sagt, eine Page hat 20 Treffer und dann sage ich, gib mir Page 1 bis Page 100 und kriege dann damit 20 mal 100 Treffer transportiert. Also ich kann sozusagen so seitenweises Nachladen implementieren mit solchen Query-Parametern. Typischerweise übergebe ich dann die Nutzdaten, also den Kunden, den Vertrag und so weiter, als Body in dem HTTP-Request. Sehen Sie sehr schön, wenn Sie hier den Postman aufmachen, dann haben wir hier nochmal die Anfrage an das SpaceX API. Laden wir das mal kurz. Dann haben wir hier irgendwelche Daten über den Trailblazer Flight aus 2008. Und Sie sehen jetzt hier sehr schön, welche Parametertyp ich angeben kann. Ich kann den Body angeben hier. The request does not have any body, aber ich kann jetzt hier irgendwas in den Request Body reinkopieren, wenn ich Lust habe. Body.
kann ich hier sagen, ich hätte es gerne im RAW-Format und dann kann ich hier irgendwie irgendwelchen Quatsch an den Server schicken. Machen wir das mal ganz kurz. Das reagiert ja nicht. Aber Sie können sich das vorstellen. Ich könnte jetzt hier in den Request Daten reinschreiben. So zum Beispiel, das wäre dann im JSON-Format Daten über ein Flight. Ne? Also das heißt, Sie sehen hier, das ist der Body, als wo ich Parameter übergeben kann. Ich kann hier im Header Parameter übergeben, sowas wie welchen Applikationstyp ich gerne hätte und welchen ich ihm hinschicke. Solche Dinge kann ich darstellen. Oder ich kann auch hier eine Art der Authentifizierung darstellen. Also Sie sehen, der Postman bietet beispielsweise eine grafische Oberfläche an, um all diese Parameter zu spezifizieren. Machen wir nachher noch eine Demo genauer. Also ich kann auch mal HTTP-Header-Daten übergeben. Das verwende ich zum Optimistic Logging. Dafür gibt es ein eigenes kleines Video noch. Ich kann Authentifizierung machen. Auch dafür mache ich ein eigenes Video noch, weil wir das noch implementieren müssen mit Spring Boot oder einem anderen Framework. Content Negotiation geht damit. Also ich kann dem Server sagen, ich schicke dir jetzt XML oder ich hätte gerne JSON oder ich schicke dir CSV, falls das verkraftet. Oder ich kann auch sowas wie API-Versionierung damit machen. Auch das machen wir dann irgendwann später. Ich kann im Header Parameter mitgeben, sowas wie Content Negotiation, das hatten wir schon erzählt, sowas wie Accept Header. Da kann ich sowas wie Application JSON mitgeben. Das heißt, dann sage ich schicke dem Server einen JSON-String zurück. Oder ich hätte gerne JSON vom Server, Entschuldigung, und bei Content Type sage ich, lieber Server, ich schicke dir JSON oder XML oder sowas. Ich kann im Header auch das Autorisierung machen, also gebe ich dem Server ein Token mit, um mich zu authentisieren. Da nutze ich mein Passwort, das wäre so Basic Auth, oder ich gebe so ein Bearer Token mit, das wäre so OAuth 2, wenn ich daran teilnehme. Machen wir noch im Detail. Optimistic Locking, da verwende ich zwei Server Header-Parameter, sowas wie ETag und IfMatch, auch das machen wir als eigenes Video noch. Und ich kann es API-versionieren, das ist so einer von Zillionen Ansätzen, wie man API-Versionierung machen kann. Sie haben es vorhin in einem der Teile gesehen, da habe ich das API-Version 4 vom GitLab verwendet. So, jetzt kommen wir zum Schluss dieses Videos nochmal zu den HTTP-Status-Codes. Die haben wir im HTTP-Video natürlich schon genau angeschaut. Jetzt aber spezifisch. Das heißt, wofür nutzen Sie welchen Status-Code bei Ihren REST-Interfaces? Das heißt, wenn ich einen GET-Request implementiere, also auf Serverseite, was kann da zurückkommen? Also vernünftig ist 200, wenn Sie einfach den geforderten Datensatz gefunden haben. Wenn es den Datensatz nicht gibt, geben Sie eine 404 not found zurück, ne? 200, ich habe was gefunden, 404, ich habe nichts gefunden. Wenn Sie einen Post-Request machen, können Sie sagen, na, die Ressource habe ich erfolgreich angelegt. Falls das schief gegangen ist, fällt mir gerade keine gute Antwort ein. Da müssen wir später nochmal schauen, was man da machen kann. Vielleicht eine 500 zurückgeben für Server kaputt, falls intern Exception gekommen ist. Also Post-Request auf jeden Fall so Standardantwort 201 created. Bei dem Put-Request ist es ja so, da müssen Sie sich vorstellen, Sie haben ja eine Ressource, die Sie gerade ändern. Das heißt, die Ressource kann sein, dass es die nicht gibt. Deswegen könnten Sie not found zurückgeben. Es könnte sein, dass Sie den Put-Request so implementiert haben, dass der gleichbedeutend ist wie ein Post-Request. Das heißt, falls es die Ressource nicht gibt, geben Sie die nicht in not found zurück, sondern Sie sagen, naja, created. Also das heißt, wenn es keine Ressource gibt, machen Sie einfach eine. Das heißt, dann haben Sie den Put-Request entsprechend verkabelt. Wenn, das fehlt jetzt auf der Folie, wenn alles glatt gegangen ist, können Sie eine 200 zurückgeben. Das müsste ich hier noch darstellen. Es kann noch eine Form von Fehler auftreten. Das werden wir uns, wie gesagt, in einem eigenen Video nochmal anschauen. Stellen Sie sich vor, zwei Clients laden denselben Datensatz, beide ändern den und beide schicken den wieder an den Server zurück. Dann können wir etwas haben, was Sie aus der Datenbankvorlesung als Lost Update Problem kennen. Deswegen machen Sie in Datenbanken zum Beispiel Transaktionen auf und so. Und um das Problem in den Griff zu kriegen, gibt es sowas wie Optimistic Locking. Und falls doch ein Konflikt aufgetreten ist, also zwei Clients haben gleichzeitig die Daten geändert und wollen die beide am Server speichern, kann man 409er zurückgeben, das wäre ein Konflikt. Oder 412, das ist, damit melden sie Inkonsistenzen zwischen zwei Requests zurück. Gucken wir uns aber im Detail noch an, was da passiert. Bei einem Delete-Request geben Sie keine 200 zurück, wie okay oder sowas, sondern Sie machen eine 204, nur Content, weil Sie haben den Datensatz gelöscht, der ist dann ja weg. Auch da kann es passieren, dass der Datensatz nicht da ist, den Sie löschen wollten, dann können Sie einen not found zurückgeben. Und auch da kann es passieren, dass ein Client Ihnen den Datensatz geändert hat, den Sie
sozusagen parallel löschen wollen, auch da kann Konflikt auftreten. Also auch da haben sie sozusagen die 409 oder 412 im. Ich habe weitere Statuscodes in HTTP zur Verfügung. Ich kann zum Beispiel auf asynchrone Aufrufe reagieren mit einer 202. Das heißt, da kann ich sagen, ich habe deinen Service verstanden, ich bin auch soweit fein damit, aber es kann noch ein bisschen dauern, bis der fertig ist. Dann gebe ich eine 202 zurück. Ich kann bei Authentisierung, wenn der Client sich meldet bei mir, einen Request aufruft auf eine Ressource und er schickt mir keine Credentials mit, also dieses Authorization im Header ist nicht gesetzt, dann gebe ich dem eine 401 zurück mit der Bitte, authentifiziere dich doch mal und dann mache ich vielleicht was für dich. Es kann auch sein, dass der angemeldete Benutzer, also die Credentials haben sie mitgeschickt, aber der Benutzer darf das nicht, was er da gerade vorhat, also die Ressource ist für den speziell gesperrt, dann schicken sie eine 403 zurück, also lieber User, ich kenne dich zwar, aber du darfst es trotzdem nicht. Das wäre dann die 403. Und ich kann Fehlerbehandlung machen. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Wenn ich einen Syntaxfehler im Request hatte, dann schicke ich eine 400 zurück. Da sage ich also, sorry, da hast du irgendwelche Query-Parameter vor, musst den Parameter kenne ich nicht. Oder im Request ist was ganz anderes Syntaktisches verkehrt. Ich kann sagen, naja, die Methode, die du aufrufen wolltest, ist nicht erlaubt. Also versuchen Sie mal auf www.amazon.de in die Lead-Request zu schicken. Könnte es sein, dass Sie einen Method Not Allowed kriegen. Oder Sie machen Put-Request auf irgendeinen Webserver. Da kann es auch sein, dass er Ihnen dann Method Not Allowed schickt. Das ist häufig auch vom Framework implementiert. Das sehen Sie gar nicht. Es kann sein, dass Sie, wenn Sie von dem Server mit dem Accept-Header-Parameter einen esoterischen Datentyp wollen, also lieber Server, schicke mir CSV, dann sagt der, nee, tut mir leid, habe ich nicht, kriegst du nicht. Das heißt, dann kriegen Sie eine 406 vielleicht zurück, das heißt not acceptable. Also sorry, ich habe den Datentyp einfach nicht im Portfolio. Oder Sie schicken dem Server mit Content-Type verkehrte Daten hin, also das heißt, der Server kann nur JSON, Sie schicken aber XML, dann sagt er Ihnen vielleicht unsupported Media-Type, 450. Wäre dann der Statuscode. Das heißt, Sie sehen hier, das ist sozusagen, Sie verwenden hier nicht vom Server nicht unterstützte Datentypen am Ende und Methodentypen und kriegen dann sozusagen die 405 bis 415 zurück. Und was Sie natürlich noch machen können, wenn also irgendwie in Ihrem Server was explodiert ist, können Sie einen Internal Server Error zurückgeben. Das wäre dann eine 500. Das sehen Sie ganz häufig bei Webservern. Also eine 500 kommt häufig zurück und das macht auch die Technologie, die wir verwenden, auch automatisch. Also falls der auf eine Exception läuft, schickt der eigenständig eine 500 zurück. So, jetzt schauen wir uns ganz zum Schluss nochmal ein echtes API an, also was produktiv läuft. Und was naheliegend ist, ist, dass wir das API von GitLab direkt anschauen. Das heißt, ich google hier mal GitLab API. Und dann habe ich hier die API-Dokumentation von GitLab und Sie sehen hier, können Sie die Ressourcen anschauen, die uns das API anbietet und Sie sehen jetzt hier, welche Daten Sie aus GitLab abrufen können mit dem API Version 4 und können dann gucken, welche Commits haben Sie in dem Projekt gemacht, welche Commits haben Sie als User gemacht, welche Branches hat welches Projekt. Welche Issues haben Sie drin? Hier werden sozusagen die Issues aus dem Projekt und Sie können sozusagen da jeden einzelnen Teil abfragen. Schauen wir uns mal das Projects API genauer an. Projects. Ich google es mal schnell, ist wahrscheinlich sicherer. GitLab Project API. Und schauen da mal rein. Sie sehen hier, Sie können sich einfach mit Get alle Projekte holen. Und können dann mit diesem Fragezeichen Parameter gleich, können Sie dem Ding weitere Parameter mitgeben. Also das hier sind alles diese Request- bzw. Query-Parameter, die der kann. Also quasi wie Methodenparameter, wenn es eine Methode wäre. Und Sie würden das hier mit get projects Fragezeichen achieved gleich true oder false und so weiter zurückgeben. Und Sie sehen hier, es gibt eine ganze Menge von Sachen, die Sie hier verstellen können. Das hier ist jeweils immer der Antworttyp. Das schauen wir uns aber vielleicht gleich noch mal ganz kurz im Postman an. Und Sie können sich jetzt hier dann zum Beispiel von dem Benutzer alle Projekte anschauen. Das heißt, man könnte jetzt hier mal alle wenigen Projekte anschauen. Das wäre eine ganze Menge, weil ich natürlich sehr viele Projekte angelegt habe. Also Sie sehen hier, dass man mit für Projekte jede Menge Daten abfragen kann. Vielleicht schauen wir uns mal ein konkretes Projekt an. Jetzt versuchen wir mal einen Request, das heißt, wir gucken uns jetzt mal alle Issues an aus dem Projekt 3349. Ich habe hier einen Get-Request gemacht und Sie sehen jetzt hier unten,
Ich zeige das jetzt mal aus Datenschutzgründen nicht weiter. Da haben wir jetzt hier tatsächlich alle Daten von dem Issue mit der internen Nummer 94 zu einem Projekt der Nummer 3349. Also Sie sehen, es funktioniert tatsächlich. Sie können Daten da abrufen und ich habe jetzt auch ein kleines Auswertetool gemacht, um halt SE2-Noten besser festlegen zu können. Also Sie sehen, das API funktioniert tatsächlich und GitLab bietet Ihnen tatsächlich Zugriff auf alle möglichen internen Informationen, welche Commits gibt es, welche Projekte gibt es, welche Build-Pipelines sind durchgelaufen, welche Merge-Requests haben Sie gestellt und so weiter. Also all das ist in dem Request, in dem API vorhanden. Also Sie sehen hier, es gibt schon eine ganze Menge Ressourcen, auf die Sie zugreifen können. Also, vielen Dank fürs Zusehen und weiter geht's dann mit der Programmierung von dem RESTful Web Server. Das heißt, jetzt schauen wir uns dann Spring Boot im Detail an.